Hallo Henning. Hallo Tanika. Hallo, herzlich willkommen. Ich zeig dir heute mal, wo unser Gemüse wächst, das wir auf den Wochenmärkten verkaufen. Okay. Und das baust du alles selber an? Nein, meine Frau und ich verkaufen die Sachen auf Wochenmärkten und Thorsten, den du jetzt gleich kennenlernen wirst, der baut die Sachen für uns an. Ist das Thorsten? Genau, das ist Thorsten. Da gehen wir jetzt mal hin. Hallo Thorsten. Hallo Tanika. Hi Henning. Und du baust das hier alles so schön an? Ja, genau. Ich baue das Gemüse für Henning und Susanne an und ernte das immer ganz frisch. Guck mal, hier ist der Rucola. Der wird morgen auf dem Wochenmarkt verkauft. Also super frisch. Genau. Also frischer geht ja gar nicht mehr. So ist das mit allen Sachen, die wir hier ernten. Die werden heute geerntet und sind morgen auf dem Wochenmarkt. Und so frisch bekommst du das Gemüse wirklich selten. Also als erstes ernten, dann zum Wochenmarkt und dann ganz frisch in die Küche. Das Gemüse wird also nicht lange transportiert und lange gelagert und behält damit seinen guten Geschmack. Und jetzt zeige ich dir, warum unser Gemüse so gut wächst. Okay. Komm mit. Was ist das denn für ein Gemüse? Ja, wir setzen keine Chemie ein. Keine chemisch-synthetischen Düngemittel und der Klee, der bringt die Nährstoffe in den Boden. Das ist eine Gründüngungspflanze, die umgearbeitet wird und dann den Boden ernährt, die Regenwürmer ernährt und damit einen fruchtbaren Boden schafft für unser Gemüse. Ach so, das ist euer Dünger. Tja, komm mal mit, das ist ein Blütenmeer hier. Was hier alles lebt, das finde ich richtig klasse. Guck mal, hier ist ein Marienkäfer und genau den brauche ich. Der Marienkäfer, der isst Blattläuse und die Marienkäferlarve isst auch die Blattläuse. Und ich möchte einfach eine ökologische Vielfalt haben und ein ökologisches Gleichgewicht schaffen. Und dann können sich die Schädlinge nicht so verbreiten und mein Gemüse bleibt gesund. Auch hier im Gewächshaus arbeiten wir rein biologisch, ohne Pestizide und ohne chemische Düngemittel. Denn das mögen die Regenwürmer überhaupt nicht. Wie, Regenwürmer? Ja, ich brauche die Regenwürmer, das sind kleine Helfer. Die machen den Boden ganz fruchtbar. Guck mal, hier unter dieser Mulchschicht, da fühlen sich die Regenwürmer richtig wohl. Da ist alles voll und die machen den Boden total locker und fruchtbar. Und ist das Paprika? Ja, das ist was Ähnliches. Das sind Pimientos, eine Paprikasorte aus Spanien. Sind das Blattläuse? Ja, die können schon mal Blattläuse bekommen. Und wenn das zu viele Blattläuse werden, dann kann ich Nützlinge ausbringen, die von den Blattläusen leben und brauche keine Chemie. Und was macht ihr denn hier mit den Zwiebeln? Die werden hier getrocknet. Bei uns ist alles Handarbeit. Das Laub wird nicht kaputt gespritzt oder so. Das müssen wir hier nachtrocknen, die Zwiebeln, und dann wird das von Hand nachher abgeschnitten. Und Sonnenblumen baut ihr ja auch an? Ja, ich habe hier extra einen Blühstreifen angelegt für die Nützlinge, weil ganz viele Nützlinge die Blüten brauchen und davon angelockt werden. Und dann können die gleich zu den Salaten weiterfliegen und da die Blattläuse essen. Guck mal, die Pflanzen hier, die haben wir mit so einem Netz geschützt, damit die Schmetterlinge ihre Eier nicht auf den Blättern ablegen können und die Raupen die Pflanzen zerfressen. Und was ist das eigentlich? Das ist Rosenkohl. Schau mal hier. Da sind schon ordentlich Röschen dran. Ne? Lecker. Ich baue exotische Sachen an. Da hinten wächst Physalis und da gibt es Zitronengras. Und was ist das? Das sind Sojabohnen. Guck mal, hier sind sogar schon welche dran. Guck mal, Tanika, hier wachsen Süßkartoffeln. Das ist ein Anbauversuch mit der Landwirtschaftskammer. Und ich bin gespannt, ob das funktioniert. Das ist eigentlich eine Tropenpflanze. Aber hier im Gewächshaus ist es ja so warm, dauerhaft, dass das vielleicht funktioniert. Die wächst ganz anders als eine Kartoffel. Wie du siehst, die machst du lange Ranken. Und da sollen nachher die Süßkartoffeln dran kommen.
Na, wie hat's dir gefallen? Also ich fand's super. Ja, klasse. Damit du siehst, was wir hier anbauen, vor allen Dingen damit du merkst, wie alles schmeckt, haben wir hier noch eine kleine Kiste für dich. Ne? Kleines Geschenk für dich und lass es dir schmecken. Super, danke schön. Bitte. Geht? Ja.